Moin! Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge. Ich sammle mir einen Wolf hier auf der nordfriesischen Marsch 4-Farm-Map. Version 1.4 ohne Gräben. Ich bin immer noch am Ballen sammeln wie so ein Idiot. Feld 12 sollten wir in dieser Folge fertig kriegen, wenn der Xerion das denn so schnell fertig gepresst kriegt. Die anderen Felder. Ich habe noch 5 andere Felder. Ja, ich habe nämlich das Feld 5, das Feld 1, das Feld 2, das Feld 20 und das Feld 33. Im Feld 33 bin ich sowieso gerade erst am Pressen. Die müssen noch alle abgeholt werden. Da haben wir richtig zu tun. Das werde ich, denke ich, mal offline machen. Und euch dann nicht noch eine weitere Woche mit Nerven, mit Ballen sammeln und so. Das kann man ja keinem zumuten. Wir haben jetzt schon hier... Das Lager füllt sich und füllt sich und füllt sich. Und wir haben jetzt schon bald, wenn wir hier das dritte Lager voll haben, dann haben wir hier 1500 Strohballen eingelagert. Das geht auf keine Kuhhaut. Wir haben auf jeden Fall mehr Lagerplatz. Nein, stimmt gar nicht, mehr Lagerplatz als genug nicht. Für Stroh nicht, für Silage, für Heu. Für Gras haben wir Platz ohne Ende, aber... Jawohl, ein bisschen springen, ein bisschen Spaß muss ja auch beim Fahren sein, ne? Bringt's ja nicht, wenn das... Wenn's nicht rockt, ist es für den Arsch, wie man so schön sagt. Guck mal, aber das Feld, das kriegen wir heute noch fertig. So. Oh, das mit den Zuckerrüben. Ich will nichts beschreien. Ich sag einfach, ich halte einfach meine Klappe und sag nichts. Wir sind ja auf dem Grasfeld 7 oben bei der Zuckerrübenfabrik. Also auf dem ehemaligen Grasfeld 7 sind wir ja am Rüben, Roden. Das läuft relativ autark. Da. Naja, mal gucken. Ich will es nicht beschreien. Wie sagt man so schön, ich habe schon Pferde kotzen sehen und das vor der Apotheke. Komm, eine Ronde, ach, eine, ein Schwarm muss er noch. Das heißt, wir haben noch maximal 2 Fahrten hier auf diesem Feld. Das ist doch schön. Und ich verspreche euch, also je nachdem wie Siley aussieht, wir haben ja noch viel Zeit, ist ja noch früh am Tag sozusagen. Ja, ich verspreche euch schon mal, dass ihr dass ich nur noch maximal das dritte Ballenlager voll machen werde mit Ballen. Und dann werde ich erstmal, denke ich, aufhören, Ballen zu sammeln. Und das kann ich dann offline machen. Achso, was mir übrigens eingefallen ist, ich habe in meinen anderen Videos, ich glaube in diesem habe ich es noch nicht gesagt, dass ich eventuell ein kleines Video dazu machen will, wie man dieses Problem beheben kann, die Krone Ultima, wenn sich der Spielstand nicht mehr laden lässt wegen der Krone Ultima, was ab und zu mal vorkommen kann, also was bei mir jetzt schon öfter vorgekommen ist. Und ja, ich bin aber so weit am Vorproduzieren, dass es durchaus sein kann, dass ich dieses Video schon längst veröffentlicht habe, nämlich letzte Woche Freitag, also heute vor einer Woche. Das kann sein. Kann auch sein, dass ich es erst heute Abend veröffentliche. Da muss ich mal gucken, wann ich dazu komme. Und ich schaffe das auch erst zu machen, wenn ich dieses Problem selber wieder habe. Ich habe mir dummerweise den Safe Game nicht abgespeichert, als ich dieses Problem hatte. Also, ne, ich habe das Problem behoben, aber habe das
den problematischen Spielstand habe ich nicht kopiert vorher. Und ja, ich werde jetzt mal schauen, dass hier wieder auftritt. Ich habe da so eine Vermutung, wann das passiert. Und also ich habe zwei Vermutungen. Und wenn das tatsächlich sich bewahrheiten sollte, dass das so ist, dann mache ich dazu ein kleines Video und veröffentliche das dann. Oder hab's eben schon veröffentlicht. Kann ich aber eben, wie gesagt, nicht sagen. Ja, der Xerion sollte aufgetankt werden, ist klar, aber das können wir am Hof machen. Das sollte er hier noch schaffen. Das bisschen Stromballen ist doch kein Problem. Ja. Wie gesagt, ich kann nicht singen, manchmal mache ich es trotzdem. Verzeiht es mir, seht es mir nach. Ich werde mich nie bei DSDS anmelden, weil ich weiß, dass ich nicht singen kann, im Gegensatz zu vielen anderen, die bei DSDS mitmachen. Ja, die machen ja mit, obwohl sie, entweder wissen sie nicht, dass sie nicht singen können, oder die haben irgendwie Freunde, die sie immer nur anlügen, die sagen, Mensch, nee, du singst doch super, ist doch toll, ist doch alles tutti. Oder die machen einfach trotzdem mit. Keine Ahnung. Auf jeden Fall echt grausam, was da manchmal kommt, wo man dann auch denkt, haben die Leute denn überhaupt keine Selbstreflexion? Haben die überhaupt, sind die vollkommen weltfremd? Woran liegt sowas? Warum ist das so? So, du fährst dir jetzt hier. Hast du jetzt mit dem Kreislauf oder was ist mit dir los? Was wir jetzt machen ist, ja, wäre ja. Hier ist nichts mehr. Abfahrer entlassen. Das löschen. Du kommst jetzt mal schön hier hinter. Hinter mich, ne? Komm mal lecker bei mich bei. Und dann folgst du mir einfach. Und nicht zweimal fahren. Oh. Ups, Motor war an. Ja, dann machen wir mal los. Jawohl. Wir haben diese Felder geerntet. Es ist der Wahnsinn. Wollen wir uns im Prinzip schon ans Aussäen machen. Und dazu muss ich mir dann mal überlegen, was wir denn überhaupt aussäen wollen. Wer zeltet hier eigentlich bei Raiffeisen? Und wer ist in diesem Wohnwagen? Achso, ich bin vielleicht ein bisschen zu schnell für den Xerion. Das kann natürlich gut sein. Ja, jetzt folgt er mir natürlich auch hier durch. Jetzt relativ egal. So. Jetzt will ich mal eben gucken. Guck mal, wie viele Ballen wir hier auch schon wieder drin haben. Moin. 307 Ballen. Wir haben hier 1307 Strohballen gerade eingelagert. Ist das heftig oder ist das heftig? Passen noch 193. Das sind 4. 176. Ja, passt etwas mehr als als 4 Wagenladungen passen hier noch rein. Und ich habe ja gesagt, ich mache maximal, also ich mache noch dieses Lager voll und dann war's das. Das mache ich jetzt auch. Das Lager mache ich noch eben voll. Also diese Folge sammeln wir noch bei. Und ab morgen dann hoffentlich nicht mehr. Ich hoffe, dass ich zwischendurch Zeit finde,
nach dieser Aufnahmesession und vor der Aufnahmesession für morgen noch hier die Ballen wegzumachen. Damit ich euch hier nicht komplett auf den Keks gehen muss. Ist die eigentlich aus? Ballenpresse ist aus. Ja, alles klar. Immer alles, was ich hier. Man könnte meinen, ich bin ein Klaas-Fan. Das ist voll Klaas-Maschine. Habe ich hier eigentlich schon wieder eingeschaltet? Habe ich noch nicht. Ja, dann sammeln wir mal. Und machen das Lager noch eben voll. Und dann war es das. Mit Ballen sammeln. Dann habe ich da keinen Bock mehr drauf, ey. Mich sowas von die Nase gestrichen voll. War jetzt auch ein bisschen viel Disco. Oh Mann. Vier Ladungen, die kriegen wir doch. Kriegen wir doch schnell voll. Ah, hier liegen doch auch irgendwo welche im Gebüsch. Wollten wir doch mal wegkriegen, ja, oder? Auf der Straße eigentlich auch weg. Werden wir sehen. Komm, 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 komm. Wir sind voll. Zum Lager. Und eine zerdrückte Wagenladung. Dann haben wir es. Jetzt holen wir uns erstmal eben hier den einen Ballen, der hier auf der Straße liegt. Der dann auch wegkommt, sonst fragen wir uns nachher, wieso liegt denn hier ein Ball? Getreu dem Motto, wieso liegt hier eigentlich Stroh? Machen wir mal jetzt hier mit drin. Schön mit 80 Klamotten übers Feld tuckern, heizen und dabei Ballen sammeln. Wenn das mal in echt auch so schnell gehen würde. Meinst du, da muss man was erfinden? Bist du hier der King bei den Landwirten, wenn du sowas machen kannst? Oder gibt's sowas schon und ich bin einfach nur irgendwo noch auf dem Stand von 1834, wo man das noch irgendwie mit Ochsenkarren gemacht hat? Nein, ne? Also sowas, was wir hier machen, das ist vollkommen an den Haaren herbeigezogen. Ne? Das ist vollkommen unrealistisch, gehe ich mal von aus. Auf der anderen Seite, ich bin natürlich auch schon lange, sag ich mal, eigentlich so aus diesem, nicht mehr der Landwirtschaft nicht mehr so nahe, wie noch in meiner Jugend und meiner Kindheit, wo ich jede Ferien auf dem Bauernhof verbracht habe und da mitgearbeitet habe. Ja, Kinderarbeit. Nein, ich bin dafür nicht bezahlt worden. War also nicht mal Kinderarbeit, das war eher Ausbeutung. Nein, war es auch nicht. Es hat einfach Spaß gemacht.
Ja, mit dem Trecker gefahren und alles Mögliche. Und das waren eben noch so Zeiten, wir haben noch die kleinen Ballen gepresst. So HD-Ballen kamen da gerade erst auf, jedenfalls auf dem Hof, auf dem ich immer war. Wir haben noch kleine Ballen gepresst. Und dann sind wir mit dem Traktor, mit Anhänger übers Feld gefahren, ganz langsam. Auf dem Anhänger mit hohem Gitter standen ein oder zwei Leute, um die Ballen zu stapeln und zu sortieren. Und draußen rannten irgendwie vier Leute mit langen Mistgabeln rum und haben die Ballen dann über dieses hohe Gitter auf den Anhänger geworfen. Und was extrem anstrengend war, bestimmt extrem Muskeln gebracht hat, kann das nicht beurteilen. Ich war immer der, der den Traktor gefahren hat. Ja. Hat Spaß gemacht. Ja. Bin jetzt tatsächlich nach fast 25 Jahren, bin ich jetzt gerade zwischen Weihnachten und über Silvester, oder also nach Weihnachten und über Silvester, das erste Mal seit 25 Jahren wieder Urlaub auf diesem Bauernhof gemacht. Hat sich nichts verändert. Nein, also es hat sich sicherlich schon vieles verändert. Es haben sich auch viele Rahmenbedingungen verändert, gesetzliche Rahmenbedingungen und so, die, also was zum Beispiel so das ganze Handling oder das ganze Lagern von Mist und Gülle und sowas angeht, das ist alles nicht mehr so, wie es früher mal war. Ich habe da mit den Bauern sehr lange und ausführlich drüber gesprochen, hab mir das alles erklären lassen. Das ist schon, ja, schon vieles zu beachten da in dem Fall. Aber das nur so nebenbei bemerkt. Also. Großen Quaderballen haben die damals auch, sag ich mal, in den letzten Jahren, wo ich da war, in den letzten zwei Jahren oder so, haben die damit gerade angefangen, die großen HD-Quaderballen, die man dann eben nicht mehr, die du wirklich nur noch mit dem Frontlader bewegen kannst. Und das ist dann immer schön einer während der Fahrt vom Anhänger abgegangen, runtergefallen und hat dann stumpf einen Begrenzungspfeiler neben der Straße platt gemacht, weil er ja genau aufgefallen ist. Ja, zum Glück ist da keiner gelaufen oder mit dem Fahrrad gefahren oder so. Ich glaube, der wäre genauso platt gewesen wie der Begrenzungspfosten. Denke ich mal. Könnte ich mir vorstellen. Oh Mann, ich kann mir vorstellen, dass mich das hier diese ganze Woche Ballen sammeln, dass die mich hier richtig Abonnenten kostet. Ich hoffe es ja nicht. Ich meine, das ist eine Arbeit, die muss gemacht werden. Kann ich nichts für. Klar, ich hätte nicht so viel Ballen machen müssen, aber habe ich nun mal. Ist so. Kann ich nicht ändern. Muss ich mitleben. Ja. Ja, komm. Bald ist das Lager hier auch voll. Und dann überlege ich mir, was ich denn noch mache, wo ich mir noch Lager, noch ein Lager hinstelle. Die letzte Reihe hat angefangen. Was das bringt. Schafe produzieren auch echt langsam die Wolle, ne? Kann das sein? Guck mal, so viel ist hier auch gar nicht mehr auf diesem Feld. Mal einer an. Das ist überschaubar. Also es ist mehr, als ich da noch ins Lager reinkriege, aber... Das musste ich jetzt eben machen. Aber schnell, schnell abgeholt alles. Gut, das Lager ist nah. Ja, der Case Puma hat durchdrehende Reifen. Hatte er lange nicht mehr. Ganz toll. Schon eine Folge nicht mehr fast.
Trotzdem nervt es. Jetzt stellt euch mal vor, ich hätte die Kapazität bei den Ballenlagern nicht angepasst. Ich habe die ja auf 500 pro Typ angepasst. Im Original haben die 120. Wenn ich die gelassen hätte, dann hätte ich da jetzt 15 Ballenlager stehen, damit ich die Anzahl Ballen unterbringe, die ich da jetzt unterbringen kann. Naja, 15 nicht. Boah. Schon um 12,5. Oder so. Ah. Naja, ich krieg's nicht alles rein, aber ich krieg vieles rein. Das kann ich schon mal sagen. Das finde ich schon cool. Oh, ich habe gesagt, ich krieg 3 Wagenladungen und ein bisschen. Und das ist hier, sind hier 3 Wagenladungen. Ein bisschen. Ey, das wäre eine Punktlandung. Ja, ich bin zwischendurch auch einmal zum Komposter gefahren, habe 44 Ballen zum Komposter gebracht. Das wäre echt eine Punktlandung. Wenn ich das hinkriege, wenn das ganze Feld 1 hier noch drauf kann. So. Oh. Die letzte Reihe hat angefangen. 17 Ballen passen hier noch drauf. 18 kriege ich vorne drauf. Auf die Zugmaschine. Dann wollen wir mal gucken. Ach so, ja, der Case hat durchdrehende Reifen. Das fixen wir gleich. Das ist ja nicht das Problem. Jetzt bin ich gespannt. Ich habe nicht nachgezählt, wie viel hier noch liegen. Keine 17. Kriegt das Lager nicht mal voll. Wird bekloppt. 2. Nee. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Jetzt machen wir eine Sache. Die 7 Stück hole ich mir noch von Feld 20. Und ja, dann kümmere ich mich um meinen Class und um meinen Case. Lass den lieben Gott einen guten Mann sein. So, ein. Darf es nicht ganz voll machen, dann habe ich nachher einen, den ich nicht mitkriege. Ja, und. Autoload deaktivieren. Jetzt habe ich da vorne 17 Stück drauf. Und die kriege ich jetzt noch genau ins Lager rein. Und dann habe ich da 1500 Ballen. Ich weiß gar nicht, was ich im Multiplayer machen soll. Da werde ich nämlich genauso viele Ballen haben, weil ich ja von diesem Spielstand jetzt irgendwie letztens ausgegangen bin. Das heißt, ich habe die gleichen Felder voll Stroh, bloß diese Ballenlager mit dieser hohen Kapazität funktionieren im Multiplayer im Augenblick noch nicht. So, zack. 500 Stück. Da, 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 da. Achso, jetzt können wir uns eigentlich mal eben hier mal kümmern mit seinen durchdrehenden Reifen. Ob das jetzt so klug war, da hinzuwerfen. Mann! Ja, doch, das war schon klug, den da hinzuwerfen. Vielleicht auch den da hinzuwerfen. Ich weiß es nicht.
So, was hat der Klaas jetzt hier? Ja, wie dem auch sei, ich sehe zu, dass ich bis morgen, also nicht bis morgen, sondern bis zu der Aufnahmesession für die Folgen ab morgen, die Ballen alle irgendwo verstaut und verbaut und verkauft und was weiß ich kriege. Und bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Und muss hier eben gerade was machen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mir ein Like, hinterlasst mir einen Kommentar. Und ja, vielleicht schaltet ihr morgen wieder ein, wenn die Ballensammelei ein Ende gefunden hat. In diesem Sinne sage ich dann mal ciao.